herzlich begrüße ich euch alle zu unserem Videogottesdienst. Ich wünsche allen ein frohes Osterfest. Jesus ist auferstanden, das wollen wir heute feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Du bist da und liebst uns. Du machst unser Leben bunt und schön. Immer bist du für uns da und gehst mit uns. Dafür danken wir dir. Amen. Es war ein Tag wie jeder andere. Auf der Straße nach Emmaus gingen zwei Wanderer ganz traurig. Sie unterhielten sich bewegt über das, was eben geschehen war in der Stadt. Und während sie so redeten, näherte sich Jesus ihnen, doch sie erkannten ihn nicht gleich. Er hörte ihnen zu und seine Gegenwart war dann die Sonne unterging, tat er, als wollte er weitergehen. Sie beide aber baten ihn, er bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Da kehrte er mit ihnen ein und während er zu Tische saß und als für sie das Brot erbrach, entstand er ihren Blicken, da gingen ihnen die Augen auf. Brannte nicht das Herz in uns, als er mit uns redete, brannte nicht das Herz in uns, als er die Schrift erschloss. Seine Gegenwart ist Licht, der Liebe seine Worte, Wahrheit und Leben. Und wenn wir einander lieben, bleibt er unter uns. Brannte nicht das Herz in uns, als er mit uns redete, brannte nicht das Herz in uns, als er die Schrift erschloss. Seine Gegenwart ist Licht, der Liebe seine Worte, Wahrheit und Leben. Und wenn wir einander lieben, bleibt er unter uns. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, jedes Jahr hören wir am Ostermontag die schönen Geschichten von den beiden Emmaus-Jüngern. Als ich dieses Mal diese Geschichte durchgelesen habe, ist es mir aufgefallen, dass diese Geschichte Ähnlichkeiten mit unserer Eucharistiefeier hat. Eucharistiefeier hat zwei Teile, einmal Tisch des Wortes und Tisch des Brotes. Und das genau passiert bei dieser Geschichte. Die beiden Jünger erkennen im Wort Jesus und dann im Mahlfeier. Und dann sind sie bereit, das zu verkünden. Sie stehen auf
und gehen nach Jerusalem zurück, um zu verkünden, Jesus lebt, er ist auferstanden. Sie sind sehr dankbar. Und das ist auch ein Auftrag für uns, ob wir bereit sind, das zu verkünden, worüber wir uns freuen können, worüber wir dankbar sind. Dazu hören wir einige Lebensgeschichte von unseren Kindern. Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie gesund ist und meine Mama viel Zeit mit mir verbringt. Ich bin dankbar dafür, dass meine Mutter Zeit hat, mit mir Volleyball zu spielen. Ich bin dankbar, dass ich so viel mit meinem Hund spielen kann. Danke, lieber Gott, für meine tollen Geschwister. Ich bin dankbar dafür, dass wir in unserer Familie alle gesund sind und wir sehr viel Zeit haben, draußen zu spielen. Wir sind dankbar, dass wir so tolle Tiere haben und dass unsere Hühner so tolle Eier legen. Danke, lieber Gott, dass wir immer so viele Spiele spielen. Ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt in unserer Familie so viel Zeit haben für gemeinsame Radtouren. Ich bin dankbar, dass es in diesem Land keinen Krieg gibt und dass ich nicht obdachlos bin. Ich bin dankbar und froh, dass wir während der Corona-Zeit viel Zeit mit der Familie verbringen und das schöne Wetter genießen können. Danke, lieber Gott, dass wir so ein schönes Trampolin haben, wo wir im Moment jeden Tag drauf spielen. Durch das Coronavirus ist zurzeit alles anders. Keine Schule, kein Sport im Verein, kein Messedienst, keine Gruppenstunde und keine Geburtstagsfeiern. Aber ich bin dankbar dafür, dass in meiner Umgebung bisher noch alle gesund geblieben sind. Und froh darüber, dass wir hier im Emsland mit der Familie im Garten Sport treiben und gemeinsam Rad fahren können. Die Kinder haben uns eine kleine Auswahl gegeben für all die Dinge, für die wir dankbar sein können. All das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus auferstanden ist und dass er mitten unter uns wohnt, in unserem Alltag da ist. Ja, Jesus, so danken wir dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du uns immer wieder Spuren deiner Liebe schenkst. Wir sind dir auch dankbar, dass du uns einlädst, dir unsere Bitten zu bringen. Und diese Bitten wollen wir jetzt zusammenfassen in dem Gebet, das du, Jesus, uns selbst gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt, wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das zum Hoffnungsort, denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann,
wenn ich selber nicht mehr kann. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort. Glücklichmacher,